Du hast einen coolen Beat oder Song gebaut, aber irgendwie fehlt dir noch das letzte bisschen Lebendigkeit in deinem Mix. Es gibt einen ganz einfachen und vor allem kostenlosen Trick, wie man das beheben kann, und den verrate ich dir heute. Das heutige Video steht unter dem Motto, die besten Effekte sind die, die man erst bemerkt, wenn man sie wegnimmt. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventkalender. Mit freundlicher Unterstützung von Music Store Professional. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender 2020. Und wenn wir über Rauschen im Tonstudio sprechen, dann ist das meist ein eher negativ gefärbter Begriff. Rauschen, das ist ein Nebengeräusch, was man bei Aufnahmen sich einfängt, was man eigentlich überhaupt nicht haben will, was man nicht gebrauchen kann beim Abmischen und was eigentlich dafür sorgt, dass eine Aufnahme nicht unbedingt besser klingt. Das ist meist statisches Rauschen. Aber reden wir mal über dynamisches Rauschen, denn damit kann man durchaus seinen Song oder seinen Beat sehr viel lebendiger klingen lassen. Wir hören mal kurz in diesem Beat rein, den ich mir hier zusammengeklickt habe. Mal gucken, was du dazu sagst. Ein Beat, den ich mir mal schnell auf die Schnelle zusammengeklickt habe. Wie du siehst, fangen eigentlich alle Samples mit B an. Das liegt daran, dass ich einfach aus der Sample Library, die bei Logic damit geliefert wird, einfach die ersten Samples genommen habe, die zusammenpassen. Ein kleines bisschen gewürfelt, ein bisschen gestrickt, ein bisschen mit Delays und so weiter gearbeitet. Und schon hat man hier ein schönes Arrangement, mit dem man einen coolen Beat zusammengeklickt hat. Aber mir persönlich fehlt ein kleines bisschen Lebendigkeit. Und wenn wir jetzt mal auf dynamisches Rauschen kommen, dann ist es genau das, was ich jetzt hier hinzufügen werde, um den Beat noch ein kleines bisschen lebendiger wirken zu lassen. Das geht übrigens auch bei ganz normalen Mixen. Du brauchst also jetzt nicht so einen harten Dance-Groove hier dafür, sondern das geht auch bei ganz normaler Musik. Was für Rauschen ist es denn eigentlich, von dem ich rede? Ich rede von Meeresrauschen. Wenn ich hier mal ein bisschen runterscrolle, dann siehst du, dass ich hier mal vier verschiedene Arten Meeresrauschen zurechtgelegt habe. Denn Meeresrauschen hat die positive Angewohnheit, dass es eher random ist, also eher zufällig wirkt, mal aufschwillt, mal abschwillt, dass es immer mal so reinkommt ins Bild, wieder rausgeht. Und wenn man das genau an die Hörgrenze ranmischt, also so, dass es gerade da ist, aber eben auch nicht aktiv wahrgenommen wird, dann kann es nahezu jeden Song und vor allem jeden Beat ein kleines bisschen lebendiger wirken lassen. Und wir machen das jetzt einfach mal. Ich habe mal das erste Rauschen, wir hören mal kurz rein. Das habe ich mir im Internet, habe ich das gefunden, einfach bei Google Meeresrauschen eingegeben und schon habe ich das gefunden. Das klingt alleine so. Ist jetzt nicht besonders laut, ne? Aber du merkst schon, es schwillt an, es schwillt ab und das ist wirklich so eine rein zufällige Art von Rauschen, die man einem Beat hinzufügt. Und wenn man das genau an der Hörgrenze hat, dann wirkt der Song oder der Beat lebendiger, ohne dass man genau weiß, warum. Und ich mache den mal an und wir hören mal, wie es an dieser Stelle klingt. Wir nehmen mal vor allem diese ruhige Stelle hier. Da fällt es vielleicht auch am wenigsten auf oder am meisten auf, weiß ich. Ich mache das Rauschen mal an. So, also das eine Meeresrauschen ist an. Ich nehme es mal weg. Es ist super subtil, aber ich finde, dass es tatsächlich dazu geeignet ist, einen Beat noch ein kleines bisschen lebendiger wirken zu lassen. Und wenn du es noch ein bisschen offensichtlicher haben willst, kannst du es ja noch ein kleines bisschen mehr reinschrauben und dafür sorgen, dass das Rauschen noch näher an der Hörgrenze dran ist oder dass es sogar ein bisschen darüber ist. Wenn du sogar noch mehr random haben willst, also noch zufälligeres Meeresrauschen haben willst, dann kannst du zum Beispiel auch zwei verschiedene nehmen. Ich habe hier zum Beispiel das obere und das untere, die klingen leicht unterschiedlich, wenn wir mal hin und her schalten zwischen den beiden. Das ist das eine. Das ist das andere. Und wenn man die jetzt zum Beispiel nach links und nach rechts außen pannt, dann gibt es noch mehr Abwechslung zwischen links und rechts. Und das dem Beat hinzugemischt.
Es ist wirklich super subtil, aber es ist wirklich geeignet dafür, wirklich noch ein kleines bisschen mehr Lebendigkeit in den Beat reinzubringen, ohne dass der geneigte Zuhörer wirklich merkt, was da vor sich geht. Er wird also nicht an die Hand genommen und gesagt, hier, guck mal, das Meeresrauschen, sondern ganz subtil dazu gemischt, und das sorgt tatsächlich dafür, dass dein Beat noch ein bisschen subtiler wirkt und ein bisschen lebendiger vor allem wirkt. Ich hoffe, du probierst es mal aus, hast viel Spaß dabei beim Ausprobieren. Schreib mir mal deine Erfahrung, welche Art von Rauschen du nutzt, um deine Beats aufzuwerten. Hast du überhaupt schon mal Rauschen hinzugefügt? Und wenn ja, auf welchem Wege? Schreib es gerne unten in die Kommentare, denn jeder Kommentar nimmt ja auch im Gewinnspiel im Recording-Blog Adventskalender teil. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei, viel Spaß beim Ausprobieren. Und wie gesagt, wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!